Wahlversprechen sind da, um sie als erstes zu brechen. Deswegen plant die EU jetzt ein Vermögensregister, um jeden Vermögenswert von jedem Bürger in der Europäischen Union zu erfassen. Kein Spaß, die Machbarkeitsstudien, sie sind jetzt abgeschlossen, kurz nach der Wahl der neuen EU-Kommissionspräsidentin. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das Register soll eine größtmögliche Transparenz über das Vermögen eines jeden einzelnen Bürgers ermöglichen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Das trojanische Pferd Frau von der Leyen hat es geschafft, noch einmal 5 Jahre uns beglücken zu dürfen mit ihrem völligen Wahnsinn. Und weil finanzielle Transparenz jetzt mehr in den Fokus rückt, ja, bei diesen Wörtern muss ich lachen, aber so beginnt sogar dieser Artikel hier. Hier heißt es, weil finanzielle Transparenz immer mehr in den Fokus rückt, steht offenbar eine bedeutende Änderung bevor. Ja, genau. Die verurteilt worden sind wegen Intransparenz, erzählen uns jetzt was von finanzieller Transparenz. Dann legen Sie doch mal alle Ihre Vermögenswerte offen. Machen doch mal die Kommissare der EU-Kommission den ersten Schritt und sind die ersten Personen, die sich in dieses Register eintragen lassen. Es geht jetzt hier um die Machbarkeitsstudien, die die EU schon seit längerer Zeit geplant hat. Sie sind jetzt natürlich abgeschlossen. Welch Wunder, ich sage, die sind schon länger fertig. Jetzt zieht einer die Schublade auf und holt sie raus. In Kürze wird es neue Informationen dazu von der EU geben. Die konkreten Pläne könnten bereits in den nächsten Wochen vorgestellt werden. Leute, Schlag auf Schlag geht es jetzt uns allen ans Leder. Die Pläne für dieses Vermögensregister könnten je nach Einschätzung schon in einem Jahr in Kraft sein oder in 2. Aber wie schreiben Sie hier, es hängt davon ab, wie viel Widerstand von den Mitgliedstaaten zu erwarten ist. Ja, Sie erwarten schon den Widerstand. Das ist Wie sieht das Ganze jetzt technisch aus? Selbstverständlich ist es eine umfassende Datenbank. Was soll da schon schief gehen? Die verschiedenste Vermögenswerte aller Bürger erfassen soll. Ziel ist es, die Transparenz zu erhöhen und Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung besser bekämpfen zu können. Ja. Ja, ganz genau, mit einem Vermögensregister wollen sie hier Geldwäsche und so weiter verhindern. Aber die Bundesregierung nutzt weiter kräftig Hawala-Banking, um ihre Gelder nach Afghanistan zu überweisen. Ganz genau mein Humor, Leute, ganz genau. Um welche Vermögenswerte handelt es sich jetzt hier? Geht es etwa nur um Immobilien und Bankkonten, die dort hinterlegt werden? Dann könnte man ja auch eigentlich die Schufa kaufen und ausbauen, die wissen das auch. Nein, es geht auch um Wertpapiere, okay, die sind sowieso bekannt, ne? Fahrzeuge, okay, das ist ja bei der Zulassungsstelle auch noch bekannt. Möglicherweise auch Kunstwerke und Edelmetalle. Und genau da wird es interessant. Denn Vermögenswerte in Form von Kunst sind alles, aber nicht ordentlich bezifferbar im Wert. Hier ist also Tür und Tor geöffnet für Schindluder. Und wie will man das überhaupt? Also, ja, und wenn ich jetzt Kunstwerke meiner Kinder habe, also alles völliger Humbug. Dann wandert doch aus in die Schweiz, werdet ihr denken. Nein, die Schweiz plant ein Transparenzregister, um ebenfalls den Kampf gegen Geldwäsche zu verschärfen. Man ist damit also nicht mehr sicher. Was hilft dennoch, um diesem Register zu entgehen? Ganz genau, ihr müsst Europa verlassen. Ha! Das sagen sie immer. Nein, ihr müsst die EU verlassen und gewisse Länder. Aber hier steht tatsächlich, ihr müsst Europa verlassen. Das ist falsch. Geht doch nach Nordzypern. Ja? Hallo Olli, hallo Kolja, ihr wisst, wen ich meine, die sind ja öfters schon dort. Es geht auch in anderen Ländern, die in Europa sind, aber nicht Teil der Europäischen Union. Es geht nur nicht in der EU und der Schweiz. Aber um hier Garantie für vollständigen Schutz zu haben, solltet ihr, wenn möglichst, weit, weit weggehen und auch dann, ihr habt einen Pass von hier. Erst wenn ihr es schafft, eine zweite Staatsbürgerschaft euch zu holen und die deutsche dann erfolgreich abzulegen, dann seid ihr vielleicht sicher. Die Gründe für diese Einführung sind natürlich allgegenwärtig. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, die Nachverfolgung von Vermögen russischer Oligarchen wird in der Begründung aufgeführt. Ja, und den anderen Oligarchen, ja, unseren deutschen, französischen, ukrainischen Oligarchen, alles völlig Banane, könnte man sagen.
Es geht jetzt hier noch darum, dass wir alle ganz genau wissen, was mit solchen Registern passiert. Sie sagen es hier wenigstens dazu. In der Regel wird in der Krise das Vermögensregister missbraucht von den Regierenden und die Kritiker befürchten, dass in Krisenzeiten die Vermögenswerte der Bürger zur Schuldentilgung herangezogen werden sollen. Ja, Deutschland hat damit Erfahrung. Wir haben das schon 4-mal in den letzten 100 Jahren gemacht, dass wir Vermögenswerte der Bürger herangezogen haben. Die eine Sache ist, in dem Moment, wo dem Bürger Vermögenswerte entstehen, entsteht dem Staat meistens ein Defizit. Auf der anderen Seite sieht man am besten in den USA, das Land mit den höchsten Schulden weltweit, aber auch das Land mit dem höchsten Vermögen und Aktienreichtumbesitz weltweit. Das eine wiegt das andere nicht immer ganz auf, aber es steht in Abhängigkeit zueinander. So sind doch in diesem Land viele dieser Schulden, die wir heute haben, entstanden in den 70er Jahren, als es den Boom bei Immobilien gab. Ich weiß noch, meine Großeltern haben für einen 2-stelligen Prozentsatz Zinsen für über 100.000 Mark eine Immobilie gebaut, die heute ohne Probleme 400.000, 500.000 Euro wert ist. Das, was dazwischen liegt, das ist nicht nur die Inflation, das sind nämlich auch die Schulden des Staates. Der Vermögenszuwachs der Bevölkerung sind die Schulden des Staates. Es wird irgendwann spannend, wenn wir diese Gleichung auflösen müssen, wenn es nicht mehr funktioniert. Im Moment geht das Spiel einfach fröhlich munter weiter. Jetzt wollen Sie ein Vermögensregister und bevor ich mich mit meiner Immobilie in diesem Vermögensregister eintragen lasse, verkaufe ich sie lieber. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Mein Aktienvermögen, ja, das sollten Sie auch wissen, dass ich das habe, denn im Insolvenzfall der Bank ist es Sondervermögen und gehört eben nicht der Bank. Die meisten Unternehmen wissen nämlich ganz genau, welche ihre Aktionäre wie viele Stücke besitzen, genau für diesen Fall. Aber jetzt Edelmetalle und Kunstwerke mit einzubeziehen, Kryptowährungen sind noch nicht erwähnt worden, vielleicht werden Sie die einfach verbieten, dann muss man die im Register gar nicht erwähnen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du dieses Thema? Völliger Wahnsinn, völlige Kompetenzüberschreitung der EU. Man braucht nicht von über 400 Millionen Menschen alles zu wissen und zu erfahren, um für ein paar tausend Leute die Dinge hier trocken zu legen. Wenn wir uns die europäische Staatsanwältin anhören oder die ehemalige Cum-Ex-Staatsanwältin Frau Prohilka, dann wissen wir immer eins, die organisierte Kriminalität verhindert die Aufklärung. Nicht unser Justizsystem oder die Gesetze, die die Justiz hat, die sind eigentlich genug da, nur der Wille hinten dran fehlt. Die organisierte Kriminalität, sie geht nämlich ein und aus, auch mit Politikern in diesem Land und in anderen Ländern. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer begraben. Deswegen abonniere den Kanal, dann verpasst du keines solcher Videos mehr, auch nicht in der Zukunft. Ansonsten sage ich ciao, bis bald, bleib dran, es wird spannend.